Gegeben sind die Parabel p mit der Gleichung y ist gleich x² plus 4 und die Parallelenschar g in Abhängigkeit von k mit der Gleichung y ist gleich 2x plus k. Berechnen die Gleichung der Geraden g, die Tangente an der Parabel p ist. Um sich schnell bildlich vorzustellen, hier ein Koordinatensystem, das soll die Parabel p sein und jetzt die Parallelenschar g in Abhängigkeit von k mit der Gleichung y gleich 2x plus k. Das heißt, die Steigung 2 ist bekannt, aber der y-Achsenabschnitt nicht. Könnte zum Beispiel so sein, so sein, so und so weiter und so fort. Aber wir suchen ja eine spezielle, nämlich die Gerade, die gleichzeitig Tangente an der Parabel p ist. Also ungefähr so verläuft. Ja, hier habe ich meinen Berührpunkt. Wenn man sich das Ganze anschaut, kann man vielleicht sich schon überlegen, wohin es gehen soll. Man hat bestimmt schon durchgenommen, wie man die Schnittpunkte von Parabeln und Geraden berechnet. Und wenn da in Erinnerung ist, kann man sagen, beim Ansetzen der Lösungsformel, spezieller noch der Diskriminante, weiß man sofort, wenn die Diskriminante größer ist als 0, gibt es zwei Schnittpunkte. Das heißt, wir haben hier diese Sekante. Wenn die Diskriminante gleich 0 ist, gibt es einen Schnittpunkt, dann haben wir eine Tangente. Und wenn die Diskriminante kleiner ist als 0, dann haben wir eine Passante und dann gibt es keinen Schnittpunkt. Genau diese Eigenschaft brauchen wir, nur dass wir sie im Prinzip rückwärts anwenden, weil wir sagen, wir suchen genau die Tangente, das heißt, die Diskriminante muss 0 ergeben. Also ist auch der Anfang ziemlich simpel, nämlich wir stellen eine quadratische Gleichung auf, so als würden wir die Parabelgleichung mit der geraden Gleichung schneiden. Also x² plus 4 und jetzt gleichsetzen ist gleich 2x plus k. So, das formen wir jetzt um, damit wir die Lösungsformel ansetzen können. Das heißt, eine der beiden Seiten muss gleich 0 sein und der Rest einfach auf der anderen Seite sammeln. Die löse ich jetzt auf, indem ich hier rechne minus 2x und minus k. Und folgt daraus x². Ich sortiere gleich ein bisschen, minus 2x minus k plus 4 ist gleich 0. So, jetzt habe ich auf der rechten Seite 0, also kann ich die Diskriminante ansetzen. Finden wir in der Formelsammlung, d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Und jetzt muss man nur überlegen, was ist b, was ist a und was ist c. Einfach nochmal kurz zur Erklärung, a ist der Faktor vor x², b ist der Faktor vor x, und alles ohne das x mit dran ist der Faktor c. So, jetzt ganz normal einsetzen. Das heißt, d ist gleich minus 2 zum Quadrat minus 4 mal a ist 1. Ja, steht nichts davor, also ist der Faktor 1. Und c ist minus k plus 4. So, an der Stelle würde ich einfach empfehlen, vereinfachen, soweit wie möglich. Minus 2 zum Quadrat sind 4 und minus 4 mal 1 mal minus k sind minus 4 plus 4k und minus 4 mal 1 mal plus 4 sind minus 16. Jetzt nochmal vereinfachen, 4k und 4 minus 16 sind minus 12. So, jetzt kommt genau dieser Trick zum Einsatz, den ich hier rechts im Bild gezeigt habe, nämlich wenn es eine Tangente sein soll, dann muss die Diskriminante 0 ergeben. Also es folgt daraus, d ist gleich 0 und das setzen wir jetzt im Prinzip hier in dieser Gleichung ein und dann folgt daraus, 0 ist gleich 4k minus 12. Also hier haben wir jetzt die Behauptung, das da muss eine Tangente sein und deswegen muss es 0 ergeben. So, und jetzt ist, glaube ich, die Lösung schon recht einfach zu sehen. Wir lösen jetzt die Gleichung einfach nach k auf. Dann haben wir 12 ist gleich 4k und jetzt noch durch den Faktor vor k teilen, also geteilt durch 4. 12 geteilt durch 4 sind 3, also folgt daraus, k ist gleich 3. So, und das setzen wir jetzt noch einmal in die Geradengleichung ein, welche heißt, wir berechnen die Gleichung der Geraden. Hier oben habe ich die Geradengleichung, dafür k nochmal das 3 eingesetzt, dann heißt es, y ist gleich 2x plus 3. Und das ist die Gleichung der Tangente.